Der Exodus der muslimischen Rohingya-Minderheit aus Myanmar hält an. Wieder kommen Tausende in das benachbarte Bangladesch. Seit dem Sommer sind schon mehr als 500.000 Menschen vor der Verfolgung in ihrer Heimat geflohen. Menschenrechtsorganisationen erheben schwerste Vorwürfe gegen Myanmar. Sie sprechen inzwischen von ethnischer Säuberung und Völkermord. Überlebende berichten von brutalen Morden und Massenvergewaltigungen von Frauen und Mädchen durch Sicherheitskräfte. Die verzweifelten Menschen bezahlen Schlepper, die sie über den Grenzfluss nach Bangladesch bringen. Für viele Ältere oder Kranke sind die Strapazen indes zu viel. Dehydriert und erschöpft kollabieren sie am Ufer. Ihre Angehörigen kümmern sich um sie. Dieses Kind hat die Flucht nicht überlebt. Auf der Fahrt über den Fluss ist es an einem Fieber gestorben.